Können wir denn jetzt noch mal mit ihr reden? Hi. Ah, Hutmacher, hast du mein Geschenk? Was? Du hast doch ein Geschenk. Ich habe ein tolles Gerät für dich, einen Fernhörer. Ein was? Wenn man die Schnur spannt und jemand in die eine Dose spricht, hört man in der zweiten Dose, was er sagt. Voll lahm! Wenn man was will, kann man doch auch einfach brüllen! Aber das ist gar nicht lahm. Doch! Und unpraktisch ist es auch! Mit den Schnüren und allem! Was? Was? Jetzt funktioniert's ohne die doofe Schnur. Tja, noch besser. Aber es will das nicht! Es will ein richtiges Geschenk! Ja, ja, ist ja gut. Okay. Ich hole eben dein Geschenk. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir ihr jetzt noch schenken sollen. Was ist das? Verwandelter Fernhörer. Wenn diese Dinger wirklich stimmen über große Distanzen und das ganz ohne Schnur übertragen, wären die Anwendungsmöglichkeiten gigantisch. Man könnte sich mit fremden Leuten in Kontakt setzen und so tun, als sei man jemand anderes. Oder man könnte sie während der Essenszeit anrufen, um ihnen etwas zu verkaufen. Ja, und die können wir doch jetzt bestimmt beim Roten Piraten hier benutzen, beziehungsweise mit den Statuen, oder? Sehr gut. Dann geht's endlich mal wieder ein bisschen voran. Brak, du solltest Nate den Kompass geben, Hohlbirne. Hast du das gesagt? Ich stehe hier hinten. Pass auf, was du sagst, William. Brak. William ist tot. Ich rede mit dir. Brak. Brak. Ich habe genug von dir und dieser Scharade. Gib Nate, was er braucht und lass mich fliegen. Brak. Undankbares Federvieh. Ich habe dir gesagt, du sollst nur sprechen, wenn ich dich etwas frage. Brak. Niemand hört auf dich, Fettsack. Brak. Fettsack? Brak. Ich lasse mich von geflügelten Promenadenmischungen nicht beleidigen. Noch ein Wort. Was dann, Hohlbirne? Brak? Na, warte. Brak, brak. Komm zurück. Wer soll denn jetzt mit mir reden? Och, du Armer. Ah, die nimmt er wieder mit. Okay, können wir jetzt nochmal mit ihm sprechen? Oder sollte ich mich auf die Suche nach dem Vogel machen? Hallo? Ja, sind Sie weg? Nein. Ich muss bis... Okay, gut. So, wo ist denn das Vögelchen jetzt wohl hingeflogen? Da oben sitzt es. Ich glaube, der Papagei ist ganz froh, nicht mehr den Alleinunterhalter in der Irrenanstalt spielen zu müssen. Okay. Können wir ihm die Samen geben? Hey da oben, hast du Hunger? Rack, rack. Ah. Hab ich dich. Okay, jetzt haben wir einen Papagei. Wollen wir ihr einen Papagei schenken? Ist doch voll das super Geschenk. Ich habe hier einen hübschen Vogel. Ah, der ist aber wirklich schön. Ja. Schön. Und er spricht. Das ist ein tolles Geschenk. Bitte, Herr Vogel, setzen Sie sich doch. Ah. Und Sie können sich gleich dorthin setzen, Herr Hutmacher. Aber natürlich, Milady. Wollte sich Ihre Frau Mutter nicht auch zu uns gesellen? Das stimmt! Mama! Komm Tee trinken! Der Hutmacher und das Kaninchen sind da! Die was? Ist ja schön, dass du Spielkameraden gefunden hast. Aber Mama muss arbeiten. Du hast mir das größte und tollste Geschenk überhaupt versprochen, sobald der Hutmacher und das Kaninchen da sind. Aber Schätzchen... Das sind doch nicht... Ich will jetzt mein Geschenk! Oha. Wo ist es? Aber Schätzchen, wir haben schon darüber gesprochen. Du
du sollst dich nicht so aufregen. Und zieh nicht mit dem Ding auf mich. Ich will mein Geschenk! Natürlich. Es ist in Seefels. Was? Was? Du darfst dir etwas im Laden aussuchen. Hier kann ich zurzeit eh nichts ausrichten, wie es scheint. Oh, sehr gut. Ja, wir haben es geschafft. Okay, können wir den Vogel wieder mitnehmen? Nein. Ah, jetzt können wir aber ein paar Leckereien nehmen, oder? Mmh. Lecker. So etwas muss man genießen. Ach, wie cool. Ich bin nicht stolz darauf. Nee, gar nicht. Oh, was hast du da Leckeres mitgenommen? Eine Handvoll Leckereien. Ja, sehr schön, gut. Jetzt können wir erstmal dem roten Pirat Bescheid sagen und bekommen dann hoffentlich den Kompass. Gute Nachrichten. Sind Sie weg? Allerdings. War ein hartes Stück Arbeit. Aber was tut man nicht alles für einen magischen Kompass? Was für ein magischer Kompass? Was? Der Geisterkompass, den du mir versprochen hast. Ich kann mich nicht daran erinnern. Du, Pierre? Nein, Pierre auch nicht. Alter! Du hast gesagt, du leihst mir den Geisterkompass, wenn ich die Van Burens vertreibe. So? Und hast du auch gehört, wie ich Piraten-Ehrenwort gesagt habe? Du... Du hast nicht Piraten-Ehrenwort gesagt. Damit gab es nach Piratenrecht keinen Vertrag. Das hättest du wissen sollen, Nate. Aber ich brauche den Kompass. Und ich gebe ihn nicht so einfach her. Auch das hättest du wissen sollen. Raus mit ihm und verriegle das Tor. Was zur Hölle? Das nee, wirst du oder? Mir büßen. Was sagst du, Pierre? Fetter Spinner? Sowas würde ich mich nie trauen. Mann. Na toll. Und der Affe schiebt da jetzt Wache, ne? Der Schläger hat das Tor verriegelt, nachdem er mich rausgeworfen hat. Okay, haben wir irgendwas? Leckereien? Möchte der Affe Leckereien? Wahrscheinlich nicht. Samen ergeben auch nicht viel Sinn. Spiegel auch nicht unbedingt. Scharfer Meißel. Okay. Ja, heißt, wir müssen früher oder später da rein. Können wir noch mehr Süßigkeiten essen? Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Okay. So, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann gehe ich noch mal zum Orakel. Kann ich ihm den alten Spiegel zeigen? Dieser kleine Spiegel stammt aus einem Grabmal in Lorem Ipsum. Ist er was wert? Ist das... Es... Oh! Weißt du, was du da hast? Nein. Er ist also was wert. Das ist der Spiegel. Der erste. Tausende von Jahren alt. Stell dir nur vor, was er alles gesehen hat. All die Klassiker, die man sich in ihm anschauen könnte. Tauschen wir den Handspiegel gegen den Spiegel mit Verbindung zu Ivos Zimmer? Ja, natürlich. Weg mit dem Ding. Oh, sehr gut. Wow, früher waren die Spiegel vielleicht klein. Okay, so, jetzt haben wir den hier und den. Ich weiß noch nicht so wirklich, was wir damit machen sollen. Vielleicht können wir jetzt zurück nach Seefels und der Van Buren den zeigen, wobei jetzt ergibt das wenig Sinn, oder? Das hätten wir doch eher hier gebraucht, weil sie ja hier auf Ivo gewartet hat. So, ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Wir kommen nicht rein, ne? Nee, natürlich nicht. Ein ziemlich grimmig dreinblickender Affe verhindert das. Okay. Gut, das heißt, wir gehen erstmal wieder auf die Mary. Es ist so süß, aber es ist gar nicht mehr weiß. Hey, Fee. Nö. Vergiss. Okay, ich wollte nur schauen, ob ich mit ihm sprechen kann. So, und dann probieren wir doch jetzt mal aus, ob wir nach Seefels kommen. Nein.
Nach allem, was Ivo mir erzählt hat, ist Seefels im Moment ein heißes Pflaster. Okay. Besser, wir lassen uns dort nicht ohne den Erzmagier blicken. Okay. Seine menschliche Version, ja, meine ich. Okay. Seine menschliche Version, meine ich. So, zum Elfenhain. Ich überlege gerade, ob uns das irgendwas bringt. Handvoll Leckereien. Ah, die Samen. Damit könnten wir... Leinen los. Damit könnten wir eventuell Cheep Cheep anlocken. Dass der uns noch hilft, ich weiß nicht warum, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Aber ich bin echt traurig, wenn der in diesem Kapitel gar nicht vorkommt. Das wäre fatal. So, kann ich den Spiegel jetzt wieder dahinstellen? Nö. Das geht nicht. Okay, die Samen und Cheep Cheep? Nein, auch nicht. Weißes Puder ist alles Quatsch. Das hier ist auch totaler Quatsch. Ja gut, dann glaube ich, können wir hier echt nicht mehr viel machen. Okay. Ah, wir könnten eventuell noch zum Bob. Kann ja sein, dass er uns irgendwie einen Tipp gibt, wie wir jetzt doch an den Geisterkompass kommen. Und wenn nicht, dann geht es eben wieder zurück in die Wüste. Wer weiß, was die Mumie... alles Tolles Bob zu erzählen hat. Okay, Bob braucht seinen Schlaf. Dann hat sich das ja erledigt. Leinen los. So, hier auf der Mary ist sowieso nichts mehr. Können wir dem Hippogreif Leckereien geben? Das geht? Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Ja. Yeses. Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Ja. Oh, und was hat das jetzt gebracht? Auf Tugator gibt es einen ganzen Haufen von diesen Leckereien. Den solltest du dir mal anschauen, wenn wir wieder da sind. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Nicht meine Errungenschaft. Oh Mann, schade. So, hier sind wir wieder. Hier hat sich nicht viel getan. Deshalb gehe ich direkt mal rein. Ja, wir müssen irgendwie die Fallen loswerden. Können wir eigentlich mit der Mumie jetzt einfach so sprechen? Kann ich sie einfach so anklicken? Nee, betrachte die Tür. Nein. Okay, die Spiegel. Kann man nicht hier das Sonnenlicht irgendwie so ein bisschen in diese dunkle Grube leiten? Geht das nicht, indem wir die Spiegel aufstellen? Weil hier drin ist es ja dunkel. Und es wäre schön, wenn es dort hell wäre. Aber anscheinend funktioniert das nicht. Ach so, Felskugel, das ist die da hinten, ne? Selbst wenn ich über diese Fallgrube komme, ja, ja. Spätestens bei der Steinkugel ist Schluss. Die Kugel sollte den Eingang zu... Ich schätze, Mortimer hat die Falle... Okay, so, hier ist ja definitiv nichts. Okay, das heißt, wir müssen in dem Raum hier irgendwas machen. Können wir nicht den Meißel da reinstecken? Nee, das geht nicht. Die Holzplanke auch nicht und den Hammer auch nicht. Okay, starre in die Dunkelheit. Was sagt er nochmal dazu? Oh. Man kann die Hand nicht vor Augen... Na und? Ah ja, ich stimmt. Werd, ich hatte... Okay, was war... War hier nicht gerade noch was? Nee, das ist alles starre in die Dunkelheit. Ach so... Okay, ja, dann bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, nochmal mit dem Vieh dort in die Kammer zu gehen. Felskugel, Fallgrube, Mauerstück, okay. Gut, dann stecken wir nochmal das Ärmchen ins Loch. Und schauen mal, was das Vieh dort so macht. Also nochmal. Ich kann ja währenddessen... Ah, doch, ich kann ins Inventar. Nee. Okay, ich darf nichts benutzen. Ich überlege gerade... Ob wir dem Vieh irgendwas mitgeben. Spiegel gehen anscheinend nicht. Der auch nicht. Die Samen, da wüsste ich jetzt nicht, was er damit soll. Den Meißel hat er da selbst gefunden. Schwere Holzplanke. Ich gebe ihm das mal. Der Fernhörer. Hier, für dich. Ja, der Fernhörer. Ich gebe ihm auch mal den Hammer. Hier, für dich. Aber damit können wir nichts machen. Wenn diese Dinger wirklich stimmen über große Distanzen und das ganz ohne Schnur übertragen, ja, ja. Wären die... Man könnte sich... Okay, oder okay. Gut, ich frage mich gerade, ob wir den Hut und die Schleife eigentlich nochmal brauchen. Also nochmal. Ja, und das Puder. Wer weiß, aber ich finde das toll. Ach so, das Vieh hat hier
sein Häschenkostüm immer noch, aber finde ich schön. Ich finde, wir sollten das auch anlassen. Das sieht richtig schnieke aus. So, jetzt müssen wir doch hier irgendwas machen können, um die Falle zu deaktivieren. Das war die Steintruhe. Ach Mist, vielleicht hätten wir es doch mit dem Meißel, ne? Oder habe ich das vorhin schon probiert? Ah, das weiß ich jetzt nicht. Mist. Wir schauen uns doch mal die Löcher an. Babolo. Okay, Babolo. Babolo. So, und wenn er dahin möchte... Ja, kannst du da nochmal hingehen? Dann kommen hier die Stacheln raus, ne? Oder Steine. Okay, eventuell könnte man die auch einfangen. Also auffangen, nicht einfangen. Ich laufe im großen Rad. Ja, aber das muss doch irgendwas bringen mit dem Rad. Wir lassen ihn jetzt mal laufen und ich wechsle in der Zwischenzeit zu Nate. Ist das möglich? Und wenn ja... Okay. Was hat das gebracht? Ah, schaut mal, jetzt sieht man die kleinen Käferchen hier drin. Mistkäfer, Skarabäen. Was zum Teufel? Skarabäen! Ja! Die haben wir früher häufig in Fallen verwendet. Sie fressen Eindringlingen das Fleisch von den Knochen. Mhm. Ganz tolle Tiere. Ja, richtig toll. Ja, ganz toll. Okay, das heißt, die müssen wir loswerden. Können wir Samen hinwerfen? Nein. Können wir Meißel irgendwas machen? Nein. Steintafel ergibt keinen Sinn. Weißes Puder auch nicht. Da fehlt uns doch jetzt wieder was. Solange die Mistkäfer da herumwuseln, setze ich keinen Fuß in den Raum. Okay, das erscheint mir eine gute Idee. Zumindest solange ich auf deinen Schultern bin. Können wir nicht einfach die Mumie da reinwerfen? Geht das nicht? Oh oh. Dank Vieh kann ich genug sehen. Hä? Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kann man sie irgendwie weglocken oder vertreiben? Haben sie Angst vor Feuer? Oh. Das sind Elitekäfer. Wir haben ihre Ur- und so weiter Ahnen darauf trainiert, Eindringlinge zu überwältigen und möglichst qualvoll zu töten. Mistkäfer sind sehr stark, weißt du? Jeder von ihnen kann eine Mistkugel bewegen, die 20 Mal so schwer ist wie er selber. Ja, das heißt, die könnten auch eventuell die Felskugel schieben. Ganz eventuell. Aber dafür müssten wir die erstmal einfangen. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Moment, also, hier ist sonst nichts mehr. Okay. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Die Tür hier vorne ist ja jetzt zu, ne? Nate, kannst du dich da mal wegbewegen? Ich klicke die ganze Zeit hier hinten hin. Und dann müssen wir... Ja, dann müssen wir es leider nochmal so machen. Er steckt den Arm durch, das Vieh kommt wieder raus. Wir geben dem Vieh den Meißel. Also nochmal. Ja. Weil ich mir echt vorstellen kann, dass man mit dem Meißel eventuell die Truhe aufbekommt. Er hat mega Spaß. Ich versuche das nochmal kurz so, um zu schauen, was er sagt. Man versteht es ja immer sehr gut. Ja, das spielt irgendeine Melodie. Ist das ein Klavier? Drücke die richtigen Knöpfe. Okay, mit dem Hammer vielleicht draufhauen. Nö. Die Holzplanke? Nee, nee, das habe ich ja auch schon ausprobiert. Und hier haben wir das Loch in der Wand. Wir müssen doch echt irgendwie den Nate hier reinbekommen. Ich weiß nur nicht wie. Durch die Tür an der Seite, aber... Dazu muss die Grube ja erstmal zu sein. So, wir geben ihm... Ach, Quatsch. Wir wechseln zu Nate und geben dem Vieh den Meißel. Ach nee, das ging ja gar nicht. Ging das? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, das geht. Klar. Das Vieh hatte ihn ja vorher auch schon. Nimm.
Also, alles andere ist echt Quatsch. Warum sollten wir das da hinten gebrauchen können? Magischer Empfängerspiegel, Ivo-Spiegel. Obwohl, pass mal auf. Ach nee, das geht ja nicht. Der auch nicht, ne? Ich bin verwirrt. Sonst hätte ich gesagt, können wir da vielleicht doch was mit den Spiegeln machen, aber nö. Okay. Also nochmal. Also das kann auch nicht Sinn der Sache sein, dass man das jetzt 100 Mal macht, so wie ich. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Aber ich weiß es gerade wirklich nicht und muss deshalb ein wenig ausprobieren. Nope, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ups. Ich wollte es ausziehen, warum auch immer, einfach so. Können wir das... Nee, Quatsch, dann zieht er das ja wieder an. Ach, ja klar, dann zieht er das ja wieder an. Okay. Ich habe keine Ahnung. Tja, wenn das Vieh im Rad läuft, haben wir dort hinten Licht. Das ist ja schön und gut, aber... Aber das bringt uns doch nicht wirklich weiter. Zack. Ah. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht echt noch irgendwo was übersehen haben. Ich kann das Vieh hier nicht eingesperrt zurücklassen. Was, wenn mir draußen etwas passiert? Ach, Nate, komm schon. Dieser Teil der Säule schnellt hervor, wenn man einen Mechanismus im Boden auslöst. Ja, ja. Bist du? Ja, ich würde ja... Ja, aber das Vieh kann ja hier den Arm nicht reinstecken, oder? Das geht ja nicht. Holzach. Holzach. Ja, toll. Also darf ich mit Nate nochmal den Arm reinstecken, nur um die Tür zu öffnen, damit das Vieh raus kann. Ach, oder? Also nochmal. Muss das Vieh vielleicht irgendwas machen, damit der große Felsen rechts runterfällt? Ich habe keine Ahnung, sofern das da geöffnet ist. Ich bin mir da nicht so sicher, weil man das nicht wirklich erkennen kann. Ne, weil jetzt sieht das ja so aus, als wäre hier einfach so eine Kammer mit Mauer. Ah, Moment. Ah ne, er kann ja nicht rein. Und er geht auch nicht in die Dunkelheit, ne? Mm-mm. Brunsala, oh! Brunsala, oh! Aber heißt nicht Brunsala immer irgendwas mit Feuer? Brauchen wir wohl tatsächlich Feuer? Ja, aber das wäre doch blöd. Die Mumie hat doch extra gesagt... Ah. Ja, ja. Die Mumie hat doch extra gesagt, hör nee, zu, Kleiner, kein Feuer. Ich muss draußen noch etwas erledigen. Ich setz dich hier hin und nehme dich mit, wenn ich zurückkomme. Na gut. Okay. Tja, Feuer oder irgendwas anderes. Da werden wir hier nicht fündig. Wie spät ist es denn? Die Sonnenuhr funktioniert erstaunlich gut. Wow. Sie sagt mir, dass es höchste Zeit ist, weiterzumachen. Ja, schön wär's.